muss ich den Pressdruck einstellen. In dem Fall fest für die Presskraft. Damit das Schnellblut quasi schlimm wird. So, jetzt wähle ich ein Programm ein. Hier sind die belegten Programme und hier sind die noch freien Programme. Über 100 Programme sind möglich. Ich habe jetzt für dieses Schneidgut Programm 4 programmiert. In dem Fall wähle ich jetzt Programm 4. Zack. Programm. Und das möchte ich jetzt nicht löschen, möchte es auch nicht ändern. Ich möchte es starten. Mhm. Ich gebe jetzt mal, zeige jetzt mal ändern. Jetzt kann ich die Möglichkeit noch Korrekturen vorzunehmen. Das ist das Symbol, dass auf diesem Tisch die Luft eingeschalten wird. Damit ich dann, wenn ich das Papier nach hinten schiebe, dass es leichter ist. So, jetzt möchte ich das Programm starten. So, jetzt fährt der Schlitten auf 1010 mm. Jetzt habe ich die Luft eingeschaltet. Und die hilft mir, das Schneiden gerade und sehr erleichtert hinzuführen. Jetzt muss ich die Luft ausschalten, damit das Schneidgut nicht schwimmt, sondern schön gerade und pünktlich ist. So, jetzt wird der erste Schnitt, der Pressballen geht nach unten. Den Schnitt löse ich jetzt aus. Jetzt habe ich den nächsten zweiten Schnitt. 1010 mm hatten wir, minus 29,7 mm. Das ist dann sozusagen, wir wollen jetzt schneiden A4. Das ist jetzt 29,7 mm lang und 210 mm breit. Hier habe ich dann 1, 2, 3 Lützen. So, jetzt mache ich den zweiten Schnitt. Pressball Körper. Und Schnitt. Das Ries legen wir zur Seite. Der Schnitt transportiert jetzt wieder das Schneidgut 29,7 mm nach vorne zu mir. Schnitt. Und jetzt kommt das dritte Ries. Das wird zur Seite gedreht und gedreht. Das ist Abschneiden. Jetzt schneiden wir die drei Rehs ausschalten von 710 mm ist der Schaden jetzt. Minus 210 mm ist 500. Der Schnitt fährt jetzt laut Programm immer diesen 210 mm automatisch ab. Und das erste Ries mit A4-Format fertig. Aus diesem Streifen hier haben wir drei Ries. Das ist ein Fall. Jetzt kommt das zweite. Ries. Und da ist die Maßfolge dieselbe wie bei dem. Thank you.
Ja. Und hier sind zwei Schalter. Und wenn ich nur einen betätige, geht nichts. Mhm. So, jetzt kommt das letzte.